Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit dem Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Hier haben wir ein kleines Hands-on. Ich zeige euch das Gerät von außen und so ein bisschen was zur Software. Ja, und ich wünsche euch damit viel Spaß. Dann schauen wir uns doch mal das Redmi Note 13 Pro Plus 5G an. Ich habe es mir in Weiß bestellt. Mein letztes weißes Handy war sehr, sehr gut. Deswegen wollte ich das einfach nochmal probieren. Ja, die Rückseite sieht man schön. Das sind verschiedene Weißtöne. Also hier ist ein anderes Weiß als hier. Das sieht ein bisschen, also es glänzt alles, aber. Das sieht ein bisschen silber aus, das hier oben ist dann wirklich weiß. Hier sehen wir die LED-Lampe mit Redmi-Aufschrift. Man sieht auch, ich weiß gar nicht, ob man das im Video richtig sieht, also überall, wo man mit dem Finger hinfasst, gibt es Fingerabdrücke. Das kann ich jetzt im Video leider nicht vermeiden. Hier sehen wir dann auch die Triple-Kamera, die auch, ja, sehr weit raus steht. Das gefällt mir nicht ganz so gut, aber das ist nun mal einfach so. Hier unten haben wir noch das 5G-Logo. Und dann gehen wir mal an der Seite durch. Hier haben wir an der rechten Seite den An-Ausschalter ohne Fingerabdruck, dann die Lautstärketasten. Oben haben wir dann den Infrarotsensor, die Mikrofone und einen Lautsprecher. An der linken Seite haben wir gar nichts, kein Einschub, keine Tasten, nichts. Und an der Unterseite haben wir den SIM-Schacht, ein Mikrofon, nochmal Lautsprecher und den USB-Anschluss. Jetzt gucken wir mal, der Sperrbildschirm, der Fingerabdrucksensor ist jetzt im Display, funktioniert relativ gut. Ich hatte jetzt ein paar Mal, dass es nicht so richtig funktioniert, aber ja, das kann durchaus mal passieren. Ein kleines Feature, was ich letztens gefunden hatte, ist, wenn ich dreimal auf die Rückseite tippe, hier oben kurz gucken, wird stumm bzw. nicht stumm. Das Feature finde ich gar nicht so schlecht. Ja. Muss jeder ihn nutzen, wenn er es möchte, wenn nicht, dann nicht. Ja, das Kontrollzentrum ist relativ neu, damit komme ich noch nicht ganz so gut klar. Ich bin noch das alte gewohnt. Mit den Benachrichtigungen, die kann man auch nicht mehr so aufziehen, die muss man jetzt aufklappen. Das finde ich nicht, ja, ist alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber in Ordnung. Was haben wir? Wir gucken uns mal so ein bisschen die Version an. Also wir haben hier Android 13, Android Sicherheitspatch vom November 23, ist noch nicht ganz aktuell, aber ich denke, da wird bestimmt dann auch irgendwann mal ein Update kommen. Vielleicht auch auf das HyperOS. Schauen wir mal. 512 GB ROM, also interner Speicher, das ist ziemlich viel. Ja, hier haben wir wieder die Android-Version, die ist wunderschön. 13, wenn man es auf um 1 stellt, sieht man die 13, das ist wunderhübsch. Ansonsten das Menü, da hat sich nicht viel getan. Immer eingeschaltetes Display, das ist auch so ein Thema. Nach 10 Sekunden geht es aus. Gibt es wohl Hacks, die das dauerhaft anlassen, aber ja, ich brauche es nicht. Ich finde das schön, wenn das dann kurzzeitig einfach das Logo zeigt und fertig. So, ansonsten gibt es hier eigentlich nicht so viel zu sehen, was ich noch gar nicht richtig bemerkt hatte, was ich jetzt erst im Hands-on merke.
Es gibt gar keinen Klinkenanschluss. Das wird noch sehr interessant, wie ich dann meine Videos machen soll, wenn ich mein Mikrofon nicht mehr anschließen kann. Habt ihr da Ideen? Ich nehme jeden Tipp entgegen. Ansonsten, hier haben wir noch was. Die Bereiche der Ecken. Das Redmi Note 13 Pro Plus hat ja abgerundete Ecken. Ich weiß gar nicht, das sieht man überhaupt nicht. Ich versuche da mal kurz ein bisschen reinzuzoomen. Sieht man das so ein bisschen, dass es jetzt hier an der Seite rot wird? Da kann man nämlich sagen, wo alles das Tippen ignoriert werden soll. Also wenn ich jetzt hier an der Seite tippe, passiert nichts oder nicht mehr so viel. Wenn ich das jetzt ganz klein mache, dann kann ich auch hier an der Seite, so, mit der Seite, scrollen. Wenn ich das jetzt hier wieder groß mache, dann kann ich hier, manchmal geht es, manchmal nicht. Also ganz am Rand kann man dann nicht mehr scrollen. Das ist eine gute Funktion, aber ich denke, ein kleiner Bereich sollte reichen. Das soll das versehentliche Berühren an den Rändern verhindern. Oh, was haben wir denn noch? Eine Speichererweiterung. Hier kann man noch sagen, wie viel RAM zusätzlich verwendet werden soll vom internen Speicher. 6 GB sind standardmäßig ausgewählt. Kann man ändern, kann man ausschalten, wie man das gerne hätte. Ansonsten gibt es eigentlich nicht viel. Hier sehen wir jetzt die Kamera mit verschiedenen Zoom, zehnfach Zoom. Das ist dann ja, ziemlich nah. Fotos habe ich noch keine gemacht. Die wird es dann im Testbericht geben. Auch mit dem Nachtmodus. 200 Megapixel. Wie scharf und genau das alles wird. Das mache ich dann. Ja, ansonsten war es das auch schon. Wenn ihr noch irgendwelche Dinge wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann kann ich dazu auch noch ein Video machen. Das war das kurze Hands-on vom Redmi Note 13 Pro Plus 5G. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen habt, gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin.